Guten Tag zum Frontbericht aus Charlottengrad. Ich stehe hier vor dem Alpenmuseum in Berlin-Mitte und Sie sehen es, das Plakat ist noch da, aber Attila Hildmann war heute nicht hier. Gegen Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus und Hetze steht auf diesem Plakat, mit dem der Staat eigentlich seiner weltanschaulichen Neutralität nicht so sehr gerecht wird. Etwas weiter hier über der Humboldt-Uni hing auch die Regenbogenfarbe. Und genau hier hinter mir, da fand in den letzten Wochen immer die Kundgebung von Attila Hildmann statt, jeden Samstag. Es gab eine massive Radikalisierung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der deutsche Arbeiter, der muss aufstehen für sein Land und kann ihn feiern. Das hier, Freunde, ist die einzige effektive Maske gegen eine Virusattacke. Das andere hier sind Sklavenmasken. Das geht an Merkel. Dieser Mittelfinger geht an unsere korrupte Bolschewiken-Regierung unter Merkel. Wo selbst optisch die falschen Farben und falsche Flaggen gehisst werden. Die einzige richtige deutsche Flagge wird dort hinten gehisst. Schwarz, weiß, rot vom Kaiserreich. Teilweise blieb einem da, wenn man zuhört oder wenn man es später im Internet sah, die Spucke im Halse stecken, wenn er zum Beispiel Angela Merkel verglich mit Adolf Hitler und sagte, die ist noch schlimmer als Adolf Hitler, wenn er Angela Merkel eine Kröte nannte, wenn er sagte, Deutschland habe den Krieg nie verloren und vieles andere mehr. Letzte Woche war ich nicht hier, da muss er auch gesagt haben, dass man Volker Beck, dem grünen Ex-Bundestagsabgeordneten, die Eier zertreten solle und ihm die Todesstrafe verhängen solle. Das sind alles Dinge, da sträubt sich bei mir alles, aber wir leben immer noch in einer Demokratie. Eine Demokratie bedeutet Rechtsstaatlichkeit und dass man jemand ohne ein rechtsstaatliches Urteil einfach eine Demonstration verbietet, weil man sagt, naja, da könnte ja etwas Illegales passieren. Das wundert mich dann sehr. Da war der erste Gedanke, der mir in den Sinn kam. Geht das jetzt wieder Richtung vorbeugehaft, dass man Leute vorbeugend sozusagen von etwas ausschließt? Und es ging ja noch weiter. Attila Hildmann wurde dann in Form seiner Bücher von der Buchhandlung Hubendubel ausgeschlossen, die jetzt seine Bücher aus den Regalen nehmen. Das sind Kochbücher. Sind diese Kochbücher gefährlich? Soll man die Regale desinfizieren? Soll man jetzt Teufelsanbeter bringen? Das Ganze geht in Richtung Mittelalter. Das ist totalitäres Denken, das wir hier sehen. Und das macht mir massive Angst. Ich finde es sehr verwunderlich, dass Attila Hildmann heute ständig in den Schlagzeilen ist. Es waren hier vielleicht 200, 300 Leute am Schluss. Wenn man sich die deutsche Medienlandschaft ansieht, dann hatte man den Eindruck, das sei kurz vor einer Machtübernahme bzw. Machtergreifung. Und da habe ich den Eindruck, dass hier sehr viel einfach mit Feindbildern gearbeitet wird und dass man einfach auf irgendeine Art und Weise die Leute in Angst halten muss. Und nebenher diskreditiert man dann natürlich auch gemäßigtere Kritiker der Corona-Maßnahmen. Mir persönlich macht das Angst, das muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Stimmung, das ist wie bei diesem Bundeswehroffizier, den man jetzt wegen zweier falscher Likes auf Instagram und weil er einer falschen Person folgte, zum Rechtsradikalen stigmatisierte vom NDR bzw. der ARD auf Kosten von uns Steuerzahlern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Angst vor anderen Meinungen. Ich habe auch nicht Angst vor einem Attila Hildmann, der hier vielleicht Dinge verkündet, mit denen ich zu einem großen Teil überhaupt nichts anfangen kann, bei aller Kritik an den Corona-Maßnahmen. Ich habe Angst vor den Leuten, die so etwas verbieten, die sich anmaßen,
dass sie entscheiden können, was man darf und was man nicht darf. Und das hat mit einer freiheitlichen Demokratie immer weniger zu tun in meinen Augen. Was ich auch noch interessant fand, dass man Attila Hildmann diese Veranstaltung unter anderem verbot wegen Verstößen gegen die Auflagen in Sachen Corona, gegen die Abstandsregelung. Ich war letzten Samstag hier, hatte berichtet und da war es so, dass auf der Hildmann-Demonstration im Wesentlichen, ich kann nicht für alles garantieren, die Abstandsregeln eingehalten wurden, auf der direkt gegenüber befindlichen Demonstration von Attila Hildmann Gegnern wurden sie teilweise nicht eingehalten und sie wurden nicht eingehalten am gleichen Tag auf der Anti-Polizeigewalt-Demonstration. Und ich bin gespannt, ich schaue mich jetzt mal um, wo das heute eingehalten wird und wo das nicht eingehalten wird. Und ich fürchte, da wird wieder mit zweierlei Maß gemessen, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen. Schauen wir es uns mal an. Die einzige nennenswerte Demonstration, auf die ich gestoßen bin, war diese Demonstration der Lesben. Sie war markant, wie Sie gerade gesehen haben, aber sie war auch ausgesprochen friedlich, ganz anders als letzte Woche, konnte ich hier ohne jede Probleme mit der Kamera durch die Reihen gehen. Die Abstandsregeln wurden nicht eingehalten, das sehen Sie hier ganz deutlich, und die Abstandsregeln werden von der Berliner Politik, durch die Politik, die Polizei, ganz offenbar für politische Zwecke missbraucht. Franco, der Diktator von Spanien, soll gesagt haben, für meine Freunde alles, für meine Gegner das Gesetz. Vielleicht orientiert sich die rot-rot-grüne Stadtregierung in Berlin an dieser Prämisse von Franco. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall blieb alles friedlich. Ich konnte ohne große Gefahr und ohne Stress heute meinen Rundgang beenden. Die Antifa-Demo war klein und offenbar so klein, dass ich sie verpasst habe. So richtig traurig bin ich darüber, aber ganz offen gestanden nicht. Auf der Rückfahrt und auf der Suche nach den Antirassisten dann hier noch im Tiergarten eine erstaunliche Entdeckung. Das Bismarck-Denkmal ist wieder gereinigt von dem, was man vergangene Woche als Verschönerung bezeichnete. Den Schmierereien der Antirassisten. Erstaunlich. Manchmal bekommt Berlins Stadtregierung doch noch etwas auf die Reihe. Das war der Frontbericht aus Charlottengrad. Diesmal kurz und schmerzlos, aber das ist ja erfreulich, denn das letzte Mal war es ja alles andere als ruhig und es war sogar gefährlich, nachdem ich attackiert wurde. Dann bin ich diesmal ganz froh, dass alles friedlich blieb. Vielleicht, weil ich die Anti-Rassismus-Demo entweder verpasst habe oder weil sie nicht stattgefunden hat oder weil sie so klein war. Vielleicht sind sie gar nicht mehr so notwendig und werden gar nicht mehr durchgeführt, wenn man die Hildmann-Demo verboten hat. Ich weiß es nicht. Die einen wollen nicht mehr, die anderen dürfen nicht mehr. Und bei den Lesben war alles völlig friedlich. Ich habe schon mich selber ertappt, wie ich Angst hatte, mit der Kamera durch die Reihen zu gehen und teilweise versuchte, die Kamera zu verstecken. Aber dort war das nicht notwendig. Die Lesben waren wirklich friedlich, im Gegensatz zu den Demonstranten, die gegen Gewalt, gegen Polizeigewalt angebliche vergangene Woche auf der Straße waren. Die demonstrierten mit Gewalt gegen Gewalt. Danke, dass Sie dabei waren. Schauen Sie wieder vorbei. Schauen Sie auf meine Seite www.reitschuster.de. Abonnieren Sie meinen Kanal. Unterstützen Sie die Arbeit. Alles Gute. Grüße aus Berlin. Und bis nächste Woche. Am 1. August ist hier die große regierungskritische Demonstration direkt hier um die Ecke am Großen Stern. Tschüss.